Stell dir vor, du bist einen ganzen Tag in der Wüste am Hungern und hast nichts außer Wasser dabei. Am nächsten Tag wachst du im Schlaraffenland auf und kannst so viel essen und trinken, wie du willst. Am nächsten Tag darauf wieder Wüste und dann wieder Foodparadies. Und das immer weiter im Wechsel. Das ist ADF-Fasten, Alternate Day Fasting. Wasserfasten, 16:8 Intervallfasten, OMAD-Fasten und ADF-Fasten. Fasten liegt extrem im Trend und das auch nicht ohne Grund, denn es soll eine Menge Vorteile haben. Anti-Aging, Krebsprophylaxe, Regeneration für den Darm, mehr Wachheit, mehr Dankbarkeit und die Erneuerung alter Zellen im Körper. Es gibt wirklich viel, was dafür spricht, aber man kann das meiste eigentlich unter einem wesentlichen Hauptgrund zusammenfassen und der heißt Detox, also Entgiftung. Wie das Ganze im Detail funktioniert und warum 16:8 Intervallfasten gar nicht mal so optimal ist, das erzähle ich euch an Tag 3, aber jetzt fangen wir erstmal an. Hey Leute, es ist Tag 1 meines Fastenexperiments, das heißt, ich darf heute den gesamten Tag lang nichts essen. Ein netter Nebeneffekt von Fasten ist oft auch eine Gewichtsabnahme, das heißt, ich wiege mich jetzt direkt mal, um dann am Ende des Experiments einen Vergleich ziehen zu können. 86,2. So, es ist jetzt spät nachmittags und ich chill hier am Stausee, gönn mir einen Schluck Wasser und genieße ein bisschen die Sonne, aber ich merke schon, ich frühstücke normalerweise auch nicht, aber Mittagessen würde ich dann schon relativ spät irgendwann nachmittags, aber das gibt es jetzt auch nicht und Abendessen kann ich mich auch nicht drauf freuen, weil es ja erst ab morgen wieder Essen gibt und deswegen kann ich nur Wasser trinken. Boah, und die Sonnenblumen im Hintergrund, die sind echt crazy. So Leute, es ist jetzt spät abends an Tag 1 und ich habe heute wirklich schon 3 Flaschen Wasser getrunken. 3 Liter Wasser, echt stark. Aber die ganze Zeit ohne Geschmack, das geht mir echt auf die Nerven. Ich habe mir jetzt einen schönen Fruchttee gemacht. Hat ja keine Kalorien, also Tees sind erlaubt. Aber ich muss sagen, Leute, ich habe den ganzen Tag schon so, oder den ganzen Nachmittag und abends schon ein bisschen Kopfweh. Das ist echt nicht so angenehm. Ich glaube, es kommt vom Fasten, schätze ich jetzt mal. Ich habe aber genug Wasser getrunken eigentlich, deswegen habe ich dann einfach noch mehr Wasser getrunken. So eine halbe Stunde ist Tag 2, das heißt, ich dürfte eigentlich wieder essen. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Wir fangen erst morgen an mit Frühstück oder Mittagessen dann, weil wir wollen möglichst lange Zeit fasten. Guten Morgen, Leute. Ich hatte gestern Abend ja richtig Hunger noch. Aber heute Morgen geht's eigentlich voll. Ich habe die Nacht gut überstanden auf jeden Fall. Und heute ist ein Esstag. Heute darf ich essen. Deswegen gönne ich mir zur Feier des Tages direkt mal die Banane hier. Geil. So, es ist jetzt schon spät abends und ich gönne mir jetzt noch einen kleinen Snack, bisschen Maiswaffeln mit Rührei und Gemüse. Und ich habe heute schon ganze 3500 Kalorien gegessen, also mehr als normal, aber morgen darf ich ja wieder nichts essen, deswegen habe ich ein bisschen reingehauen noch. Gute Nacht. Der zweite Tag war definitiv einfacher und ich war zu dem Zeitpunkt echt gespannt, ob es mit jedem weiteren Tag noch einfacher wird, wie viel ich insgesamt abnehmen werde und ob man das vielleicht sogar langfristig machen kann. Eine Sache kann man aber auf jeden Fall langfristig machen und zwar zum Abonnenten meines Kanals werden. Ich bitte also die über 90% Nicht-Abonnenten einmal auf den Abonnieren-Button zu drücken. Danke euch echt. Morgen Leute, ich war gerade eine Runde joggen und ich habe echt extrem viel Energie gehabt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich gestern so viel gegessen habe. Ich habe gestern wirklich alles gegessen, worauf ich Bock hatte. Also lief das Joggen echt gut. Ich bin 7 Kilometer gejoggt, was für meine Verhältnisse echt viel ist. Das Ding ist, ich würde jetzt gerne meine Energie wieder auftanken. Darf ich aber nicht, weil heute darf ich wieder nichts essen. Das heißt, ich kann mir nur eine Vitamintablette gönnen, so Magnesium oder so. Und einen Schluck Espresso ohne Zucker, ganz schwarz. Das ist, denke ich, noch okay. 6 hours later. So Leute, es ist 6 Uhr abends. Ich bin hier in der Unibib, bisschen am Hustlen. Und ich merke, ich habe in mir so eine innere Unzufriedenheit. Das ist natürlich grundsätzlich erstmal schlecht, weil mir fehlt ja etwas. In dem Fall Essen natürlich. Aber diese Unzufriedenheit kann sich auch positiv auswirken, weil ich dadurch einfach wacher bin und mehr den Drang habe, etwas zu tun. Und ich bin eigentlich ziemlich fokussiert, gerade bei der Arbeit, muss ich sagen. Und ein weiterer Punkt, der sich positiv auf meine Produktivität auswirkt, ist, dass ich mir einfach extrem viel Zeit spare. Ich muss jetzt nicht darüber nachdenken, wie ich jetzt mein Abendessen mir besorge, wie ich abspüle, koche, den Tisch decke und so weiter. Darüber muss ich mir keine Gedanken machen und habe dafür viel mehr Zeit übrig zum Arbeiten zum Beispiel. Und was ich noch sagen wollte, ist, ich habe eigentlich überhaupt keinen Hunger gerade. Ich weiß nicht warum. Vielleicht gewöhnt man sich einfach an das Fasten. Ich trinke genug Wasser, deswegen habe ich auch keinen Kopfweh. Also mir geht's top. Bisschen habe ich natürlich Bock auf Essen. Minimal psychisch Hunger, aber sonst geht's mir gut. Wie versprochen, wollen wir kurz mal klären,
wie der Entgiftungsprozess im Körper funktioniert und wie man diesen optimal für sich selbst nutzen kann. Ein japanischer Zellbiologe hat diesen Prozess, den er Autophagie nennt, geprägt und dafür 2016 sogar den Nobelpreis gewonnen. Also Autophagie ist im Grunde genommen der Selbstreinigungsprozess in den Zellen. Stell es dir vor wie eine Art Müllabfuhr für deine Zellen. Wenn du zum Beispiel fastest, dann startet dein Körper diesen Prozess, um zum Beispiel beschädigte Zellbestandteile oder nicht mehr benötigte Sachen zu recyceln und zu entsorgen. Die alles entscheidende Frage ist jetzt natürlich, wie lange muss ich fasten, bis die Autophagie einsetzt? Das ist unter anderem abhängig von deinem individuellen Stoffwechsel und wie viel Sport du am Fastentag treibst. Grob kann man allerdings sagen, dass die Autophagie nach 12 bis 14 Stunden angeregt wird und nach ca. 72 Stunden das höchste Level erreicht hat und anschließend dann wieder abnimmt. Das könnte jetzt natürlich bedeuten, dass 16 Stunden Intervallfasten nicht unbedingt optimal ist, um den besten Detox-Effekt zu erzielen. Besser wäre es wohl, das Fastenfenster noch länger zu halten, so wie zum Beispiel bei mir jetzt in diesem Experiment, ganze 32 Stunden ohne Essen. Aber ob das Ganze wirklich umsetzbar ist, werdet ihr in den folgenden Tagen noch sehen. Wow, es ist Tag 4 meines Experiments, es ist gerade früh morgens und ich kann es gar nicht glauben, wie viel Gewicht ich schon abgenommen habe. Also so wenig gewogen habe ich schon seit einem Jahr nicht mehr gefühlt. Mein Energielevel ist auch noch einigermaßen gut, aber jetzt freue ich mich auf jeden Fall, dass ich wieder essen darf. Ja Leute, es ist spät abends und ich bin gerade im Gym. Ich habe heute wieder richtig viel gegessen. Ich habe auch richtig Power, muss ich sagen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich heute alles gegessen habe, was ich will. Ich habe richtig reingehauen. Deswegen ist die Power am Start. Morgen wieder fasten. Wo wir gerade von Süßigkeiten reden, ich habe mir vorhin richtig fett Cookies gekauft. Ja Leute, der beste Trick bei Hunger übrigens ist, einen richtig großen Schluck Wasser, vielleicht einen halben Liter sogar, zu trinken und dann ist der Hunger so fast wie weg. Jetzt lenke ich mich ein bisschen mit einem Spaziergang ab, aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel Hunger, also alles easy, entspannter Sonntag. Es gibt noch einen krassen Nachteil an Fasten, nämlich dass einem immer kalt ist, deswegen chill ich hier ein bisschen in der Sonne und lasse mich ein bisschen wärmen. Nice. So, jetzt erstmal auf leeren Magen eine Runde joggen. Geilo! Puh. Aber ich mache nicht so lange heute. So Leute, das ist der letzte Tag meines Experiments. Heute noch einmal fasten und morgen kann ich dann endlich wieder normal essen. Ich finde es nämlich schon echt anstrengend. Ich habe irgendwie Bock, was zu essen und mir ist kalt die ganze Zeit. Es ist einfach unzufriedenstellend. Ich habe schon definitiv weniger Energie und fühle mich einfach nicht happy, muss ich sagen. Also ich freue mich, wenn es vorbei ist morgen. Also jetzt mal ganz im Ernst, Fasten macht irgendwie depressiv, Alter. Ich habe irgendwie so wenig Energie und habe die ganze Zeit Lust, was zu essen. Ich bin so innerlich unzufrieden und das macht mich irgendwie fertig. Also ich kann das nicht so lange, einfach nichts zu essen. Und jetzt ist es nach 0 Uhr, 7 Tage vorbei. Ich gönne mir jetzt erstmal was zu essen. Ich esse jetzt aber nicht zu viel, weil ich will morgen nochmal mich wiegen, um mein Ergebnis auf der Waage zu sehen. Okay Leute, kommen wir zum Fazit. So viel kann ich schon mal sagen. Ich werde das Experiment in dieser Form nicht weiterführen, da ich diese Woche einfach zu viele negative Nebeneffekte hatte. Von den positiven Effekten kann ich auch nicht wirklich viel beurteilen, denn ich kann ja nicht die Entgiftung in meinem Körper oder ob ich länger leben werde, das kann ich ja nur schwer messen. Realistischer umzusetzen für mich wäre eher sowas wie 16-8 Intervallfasten oder OMAD-Fasten, also One Meal a Day,
nur eine Mahlzeit pro Tag essen. Darüber habe ich übrigens auch schon ein Video gemacht, also schau es dir gerne hier an. Insgesamt habe ich pro Esstag 3500 bis 4000 Kalorien gegessen. Ich war also insgesamt ca. 7000 Kalorien im Defizit über diese Woche. Das heißt, ich habe maximal 1 Kilogramm Körperfett verloren. Klar, es ist cool, ein bisschen Zeit zu sparen und Gewicht zu verlieren, aber echte Erfolge beim Abnehmen erzielt man nur durch eine langfristige Ernährungsumstellung. Dafür kann ich übrigens an meinen guten Freund Christian verweisen, der sich wirklich gut damit auskennt und euch gerne als persönlicher Abnehmcoach dabei unterstützt. Für die ersten 10 Eintragungen gibt es ein kostenloses Beratungsgespräch und bei einer längerfristigen Zusammenarbeit einen Rabatt von 60% mit dem Code LEO. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.